Frankreich kommt auch in der fünften Nacht nach dem Tod eines Jugendlichen durch eine Polizeikugel nicht zur Ruhe. Während in einigen Städten die Lage weniger angespannt schien als in den Nächten zuvor, kam es vor allem in Paris, Marseille und Lyon erneut zu Krawallen. Mindestens 427 Menschen mussten festgenommen worden werden, erklärte der französische Innenminister heute Morgen. Die weltberühmte Pariser Einkaufsmeile Champs-Élysées wurde von einem großen Polizeiaufgebot unter Einsatz von Tränengas geräumt. Und angesichts der Unruhen sagte Präsident Emmanuel Macron nun seinen Staatsbesuch hier in Deutschland ab. Massive Polizeipräsenz auf dem Pariser Prachtboulevard Champs-Élysées. Am Arc de Triomphe steht ein Wasserwerfer bereit. Randalierer hatten in den sozialen Medien dazu aufgerufen, sich hier und an der Place de la Concorde zu versammeln. Tausende Einsatzkräfte sind vor Ort, um das zu verhindern. Die Passanten, die hier noch unterwegs sind, werden von der Polizei kontrolliert. Zu versuchen, sich dem zu entziehen, sinnlos. Meine Personalien wurden jetzt dreimal überprüft, gestern zweimal. Wir sind hier im Interesse der Gerechtigkeit, nicht um Unruhe zu stiften, sagt diese Frau. Wir fühlen uns hier nicht sicher. Eigentlich sollte die Polizei doch dafür sorgen, dass man sich sicher fühlt. Aber wir haben Angst vor den Beamten. Das ist doch nicht normal. Trotz des massiven Polizeiaufgebots versuchen Jugendliche in den Nebenstraßen, Geschäfte zu beschädigen, zu plündern. Schwere Auseinandersetzungen auch in Marseille. In der südfranzösischen Stadt hatten Randalierer zuvor eine Waffenkammer geplündert. Die Polizei war mit Spezialtruppen, gepanzerten Fahrzeugen und Hubschraubern im Einsatz. Die Beamten versuchten, die Menge mit Tränengas auseinanderzutreiben. Auch in Lyon, Lille und Tourcoing gerieten Demonstranten mit der Polizei aneinander. Nach Angaben des französischen Finanzministeriums wurden seit Dienstag mehr als 700 Läden, Supermärkte, Restaurants und Bankfilialen geplündert oder zerstört. Angesichts der Unruhen sagte Präsident Macron seinen Staatsbesuch in Deutschland ab. Ausgelöst wurden die Krawalle durch den tödlichen Schuss eines Polizisten auf den 17-jährigen Nael M. Der junge Mann mit marokkanischen und algerischen Wurzeln wurde am Nachmittag in seinem Heimatort Nanterre bei Paris unter großer Anteilnahme beigesetzt.